Ich habe ehrlich gesagt nicht so eine richtig gute Erinnerung. Ich habe, glaube ich, sehr viel weniger Erinnerungen an meine Kindheit als viele andere Leute. Oder wenn dann nur so fetzenweise, ne? Oder so einzelne Sachen zum Beispiel irgendwie. Es sind eigentlich nicht so richtig Anekdoten, die man erzählen könnte. Es sind eher so Eindrücke, viel Haptisches. So. Deswegen hatte ich mit den Gerüchen auch angefangen, weil das ist immer so das, wenn ich so an Kindheit in Berlin, Kindheit in Nordneukölln denke, dann denke ich halt an diesen Geruch von der Brauerei. Und wenn ich halt irgendwie an Brauereien vorbeigehe, dann ist das, dann fühlt sich das schon so an. So, dann vielleicht noch so ein bisschen Ofenrauch dazu oder so, dann hast du schon ziemlich genau so. Wir hatten diesen Berliner Salon mit zwei großen Zimmern und dann eine Flügeltür dazwischen. So dieses, das heißt auch Berliner Zimmer, meine ich, ne? Was man dann so, also zwei Zimmer, die man quasi zu einem Salon umfunktionieren konnte. Es war Hochparterre. Über uns hat eine Familie gewohnt, mit der haben wir uns dann angefreundet, weil die hatten auch eine kleine Tochter. Meine Mutter hat auch noch Kontakt zu denen. Weil es gibt ja diesen typischen Grundriss, wo man dann weiter nach hinten läuft. Ich glaube, der Flur hat so einen Knick gemacht und dann kommt so ein Mädchenzimmer, in das dann das Bad irgendwie eingebaut wurde später und dahinter die Küche oder so. Ja? Und das war irgendwie so ein ziemlich typischer Berliner Grundriss. An den Köln, da erinnere ich mich sehr gut. Ja, das klar, da bin ich ja mit 18 ausgezogen. Also das war so ein Häuschen mit einer großen Fläche unten. Und dann gab es eine Treppe drin und oben waren zwei Zimmer und das Badezimmer. In der Fläche unten war so vorne Küche und Wohnzimmer-Essbereich, aber es war offen. Und dann hat meine Mutter ganz unter das Dach noch ein Hochbett einbauen lassen. Es war ein total schönes Häuschen und wir haben da großartige Partys gefeiert. Also als ich dann, das kann ich erzählen, das weiß meine Mutter eh, also als ich wenn so jugendlich war, es ging relativ früh los mit 12, 13. Also wir haben das auch mal getestet und das ging gut. War meine Mutter öfter mal das Wochenende über weg und hat mich dann alleine gelassen. Ich fand es auch richtig gut. Also konnte ich da so bewähren und guck mal, was ich wollte und so. Das war schon toll, wobei ich sehr später angefangen auszunutzen. Und eine Form war halt, dass, also dann habe ich halt auch wirklich Partys geschmissen. Als sie das dann irgendwann mal rausgekriegt hat, weil die Nachbarn gepetzt haben, hat sie es mir aber dann auch erlaubt. Also, mit Herz gemacht, das muss man aber machen und so. Hat sie gesagt, ja, ist okay, aber wir sprechen das nächstes Mal ab. So. Und das waren großartige Partys, also weil du halt eben diese riesige Freifläche hattest und sich aber gleichzeitig Leute immer noch zurückziehen konnten, wenn sie wollten. Dann hat man noch einen Keller und ein kleines Gärtchen dabei und so. Also, ja, es war sehr schön. Also, ich meine halt so, ne, so auf Schülerniveau jetzt irgendwie. Aber in dem Rahmen sehr gut. So. Also die waren sogar so schön, dass das eine Mal, als irgendwie eine Runde Jungs vorbeikam und das sprengen wollte, die so angetan waren, dass sie dann einfach doch mitgefeiert haben. Und es war sehr freundlich, sich dann nur noch brav bedankt haben.